herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. So, wir haben in der letzten Folge einiges erkundet. Hier können wir jetzt auch gerade mal ernten. Süßkartoffeln, sehr gut. Das war das, was wir für Blue Moon brauchen. Sehr schön. Dann haben wir die Quest auch erledigt von Key. Ich habe die Bauanleitung für zwei verschiedene Maschinen fertiggestellt, die den verbliebenen giftigen Schleim und das Gas im Flüstertal neutralisieren sollen. Aber ich wollte sie dir unbedingt persönlich übergeben. Ich habe dir eine lustige Geschichte zu erzählen. Okay. Und Mars Antwort. Hi, ich danke dir. Vergiss nicht, uns weitere Neuigkeiten zu schicken. Wir schauen jeden Tag in den Briefkasten, um zu sehen, ob du uns geschrieben hast. Okay. So, das haben wir. Alles mal einsortieren, was wir so nicht brauchen. Da können wir gleich auch mal gucken, dass wir das hier noch... Stahlstangen, wie viel haben wir denn? 183, da machen wir mal verstärkt Manganstahl. Dass wir das vorrangig mal machen, weil da brauchen wir mehr von. Achso, weiteren Stahlschrott habe ich nicht. Kupferschrott haben wir aber. So, haben wir eine Druckanzeige. Eine haben wir gekriegt. Aluschrott können wir auch mal machen. Das müssen wir jetzt dann auch sammeln, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir die Sachen auch kriegen. So, Hühnerflauschen. Habt ihr genug? Tomaten, Kartoffeln haben wir keine. Okay, das heißt, wir müssen sammeln. Da können wir noch Dünger herstellen. Ist auch kein Fehler. So. Dann kümmern wir uns gerade erstmal um Key und um den Blue Moon. Bevor wir neue Aufgaben anfangen. So, Owen, wo bist denn du? Da. Einmal Süßkartoffeln, der Herr. Wenn du alles fertig hast, sag mal Bescheid. Deswegen bin ich hier, mein Lieber. Aha. Meine Gäste haben die Gerichte in letzter Zeit geliebt. Die Zutaten, die du bekommen hast, waren wirklich gut. Ich werde dich noch öfter engagieren müssen, ja. Und was möchtest du gerne? Aha. Fehlt. Teeblätter. Hey, see you around. See you. Teeblätter, okay. Hallo, Grace. I do like this town and all the people here. But I'm mainly working this job to gain experience for a better job in Atara. Okay. Was hättest du gerne? Ein rustikaler Schrank. Okay. See ya. See you. Müssen wir mal gucken. Hi, Kato. Dann gucken wir uns mal die Luftreiniger an. Bin ich mal gespannt drauf, wie die ausschauen. There you are. Oh. Bist ein bisschen grün geworden. So, it turns out the ingredients stated on the pamphlets were a bit of a red herring. As it were, this goo is sulfur-based. They'd left out a few substances on the ingredient list. I wonder... Okay. Were they hiding the product's toxicity? Wahrscheinlich. In any case, from there I thought I could just synthesize a few pesky electrons out of the mix. Maybe use a filter, but it turns out I've been barking up the wrong polymer chain the whole time. Okay. Oxidation, reduction, halogenation, or no. Then, after hours of banging my head against the wall, it finally hit me. The answer was right there in front of me all along. Granulated sodium bicarbonate. Okay.
Like, duh. Well, anyway, just wanted to share that amusing little anecdote with you. You'll find it as you do most granulated sodium bicarbonate, but perhaps a bit more reactive than what you might be used to. I've given it a bit of a personal touch. Okay. It's the perfect neutralizing agent for the toxic goo, and as we all know, it's highly reactive with sulfur trioxide in case we ever need more. I mean, in case we ever need any sulfuric acid. Here's the diagram for the cleaner containing the antidote. You will notice that it closely resembles vacuum cleaner. It is multifunctional and can be used for cleaning as well. This was in fact a prototype for Vega 5 commercial technology competition. But my move to Sandrock, well, suffice to say it would have been a sure thing. Granulated sodium bicarbonate. Too much. Okay. Now, the second diagram is of an air purifier. I didn't see a need for it, as gas will thin out over time once the source is gone. But the mayor came and was adamant about getting this solved immediately, since the rich investors here. Okay. Since she was nice enough to bring me free tea, I accepted. Here you go. You just need to install it in the canyon. I designed it to be powerful enough to not only clean up this type of gas, but all the other airborne pollutants as well. Okay. Good luck. Danke. Er ist ein bisschen grün geworden, der Kollege. Aber gut. Das heißt, dafür brauchen wir die Sachen unten, die wir da auch finden im Tal. Das Aluminium. Und auch... Ups. Und auch, wahrscheinlich den Stahlschrott, ne? Bronzeklingen. Filterkern. Kann ich nur einen machen, okay. Den Schrank braucht die Dings noch, ne? Was für ein Schrank war das? Oh, da habe ich keine Anleitung für. Gut, müssen wir später mal gucken. Das können wir auch schon mal mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was brauchen wir hier. Den Staubsauger. Was fehlt da denn noch? Das würde mich auch mal interessieren. So, hier müssen zwei Dinge neu sein. Oh, der Luftreiniger und der Staubsauger, genau. Fortgeschrittener Arbeitstisch, was brauchen wir denn da alles? Aluschrott. Magnesium-Aluminium-Legierung. Jetzt machen wir erstmal den Luftreiniger. Wir brauchen noch einen zweiten Filterkern. Und noch mehr Stahlplatten. Und noch mehr Stahlplatten. Vier kann ich bauen, das reicht. Habe ich noch mehr Aluschrott? Nee. Dann gehe ich gerade mal Eisenschrott besorgen. So. Unser tägliche... Da können wir auch mal wieder neue Aufgaben machen, dass wir nochmal wieder Dings kriegen. Wieder Schalttafeln. Ach, der Dings hätte gerne Bronzestange, ne? Der Schmied. Da könnten wir auch nochmal gucken. Oder Bronzestab.
Müsste ich vielleicht auch fertigen. Das nehmen wir auch noch gerade mal mit, wenn es hier schon rumliegt. Und dann, ja, werden wir nochmal wieder in das Tal müssen. Wir brauchen den Aluschrott. So. Wir brauchen unbedingt den Aluschrott. Und natürlich auch das Vlies. Also auf geht's. Auf ins Tal. Das Vlies kriegen wir nämlich auch dort. Das kriegen wir auch von den Monstern. Dann besorgen wir uns das mal. Nicht nachmachen, meine lieben Kinder, nicht einfach über die Gleise rennen. Nicht empfehlenswert. So, hier können wir eigentlich gerade schon mal den Schutzanzug anziehen. Hyänen lassen wir jetzt Hyänen sein, weil ich mich mehr für die hier unten interessiere. Den Aluschrott brauchen wir und den hochwertigen Stahlschrott. Die zwei Dinge. Und wir müssen, ich muss die Dudes hier bekämpfen, dass ich da Fasermaterial von denen krieg. Das sind aber, glaube ich, nicht die Zwerge, sondern das sind die anderen Dudes. Von denen hier kriege ich Chromstahlstangen, wobei die auch nicht verkehrt sind. Ups. Aber das Fasermaterial kriege ich von den anderen Dudes hier, von den maskierten Unholden. Da kriegen wir Fasermaterial. Ne, Segeltuch. Wo habe ich denn das Fasermaterial her? Da haben wir nochmal Aluschrott. Das ist jetzt so das, was wir mal vorrangig abbauen. Aluschrott und das, den verbesserten Stahlschrott. Oder den hochwertigen Stahlschrott. Und ich muss die Dudes bekämpfen, dass ich... Irgendwo von irgendeinem bekam ich doch das Fasermaterial. Oder das Vlies vielmehr. Ich weiß nur gerade nicht von wem. Ja, Granit holen wir jetzt auf jeden Fall nicht. So, da kriegen wir Chromstahlstangen und Gift. Hörst du damit auf? Segeltuch. Von irgendwem bekam ich doch das Fasermaterial. Oder waren das die komischen Pilze?
Also Vlies haben wir doch irgendwo mal hergekriegt. Oder waren das die Kollegen hier? Ne, da kriegen wir Wüstenpilzstämme und Grino. Oder waren das die Zangenzwerge? Ne, Segeltuch. Hm, habe ich anscheinend falsch in Erinnerung. Das habe ich offenbar falsch in Erinnerung. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, wo haben wir denn den Stahlschrott gefunden? Da müsste welcher sein. Genau, hochwertiger Eisenschrott. Dazu bekämpfen wir nur gerade mal die Dudes hier. So. Und das einfache mechanische Schrott. Wo gab es denn den hochwertigen mechanischen Schrott? Ne, Fortschritt. Das ist der fortschrittliche. Okay. Da sind wir richtig. Mal in die Ruinen wegen Segeltuch, also wegen dem, nicht wegen Segeltuch, sondern wegen dem anderen Zeugs. Also wegen dem Vlies, genau, so. Da könnte noch mechanischer Schrott sein. Genau. Gehen. Sehr schön, da haben wir auch nochmal welchen. Und da kriegen wir die Druckanzeigen her, die brauchten wir auch für irgendwas. Achso, die Kiste haben wir schon leer gemacht. Stimmt. Winddichtes Tuch. Wo kriegen wir das denn her? Ja, da haben wir also noch einiges zu tun. Hier ist auch eine Kiste. Mal hoch und gucken. Okay, da brauchen wir eine Eisenleiter. Gut, wir müssen eine Eisenleiter besorgen. Dass wir da hochkommen. Okay, wir gucken mal, dass wir jetzt heimgehen. Wenn ich wieder heim finde. Wo muss ich denn hin? Da müssen wir lang. Die Richtung müsste stimmen. Ja, die sieht gut aus. Hier noch so viel zu entdecken, das ist echt mega. Einfach mega.
Da geht's hoch, genau. Aber da haben wir schon mal wieder einiges an... Was bringen mir die eigentlich? Chitinpanzer, Gülle und Sisalfasern. Okay. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir heimkommen. Müssen wir uns ein bisschen durch die Hyänen hier durchmogeln. Unauffällig. So, dann können wir uns gerade wieder umziehen. So. Ja, und dann ist auch schon wieder Zeit fürs Bettchen, ne? Wir können noch die Maschinen gerade bestücken, dass sie heute Nacht durchlaufen. Das geht auf jeden Fall. Da ist auch noch irgendwo da oben wahrscheinlich, ne? Wie komme ich denn da hoch? Hier war was mit untersuchen. Da irgendwie? Na egal, gucken wir später mal irgendwann. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass die Maschinchen hier laufen. Da können wir nochmal wieder Eisenschrott auffüllen. So, achso, die müssen wir auch noch auffüllen. So, hier können wir... Platten. Du kannst noch mehr Manganstahl machen. Haben wir genug Eisenplatten? Eine Stahlplatte fehlt noch. Aber eine müssten wir jetzt noch machen können. Ich habe ja jetzt nochmal Chromstahl gekriegt. So, da müssen wir natürlich auch hinzufügen. Auch nicht unwichtig. So, und hier kann ich winddichtes Tuch. Intermediate Tailoring Maschine brauchen wir dafür. Die Intermediate Tailoring Maschine. Zweiten Filterkern kann ich gerade nicht bauen, oder? Ne, da fehlt mir noch das hier und... Kupferrohr. Kupferrohr kriegen wir aber hin. Mach gleich mal 13. Du kannst eh nur Kupferbarren machen. Mach die mal. Bronze könnte auch, aber da habe ich das Material nicht für. So, alles versorgt. Wir gucken gerade mal wegen dem Wasser, ob das noch passt. Da müssen wir mal auffüllen. So, und damit beenden wir dann auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.